Wir haben etliche Kilometer hinter uns gelassen, um jetzt einen guten Burger zu essen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser Tag verflucht. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Ich muss euch was beichten. Es geht inzwischen nicht mal mehr um den besten Burger Deutschlands. Auch, da sind wir immer am Start. Das ist auch Fokus irgendwo. Aber wir suchen auch den besten Burger der Welt. Es geht nicht anders. Und so tue ich alles, was in meiner Macht steht, um euch diesen Burger zu finden und zu testen. Wir heute Platz 8 und Platz 10 im weltweiten Ranking, egal wo ihr guckt, Internet, überall recherchiert. Das sind Platz 8, Platz 10, nach Amsterdam fahren wir. Heiß wie Frittenfett bin ich. Wir werden die Burger ballern. Denkt an den Gutschein, diese Mission lebt nur durch euch. Ihr müsst mir unbedingt die Kommentare vollknallen. Ihr müsst mir den Daumen oben vollknallen, dass es richtig brettern muss das. Und dann geht die Mission weiter, auch sonst geht sie weiter, aber egal. Wir brauchen da ein richtiges Brett mal wieder oben, wo die Latten vom Zaun knallen. Und jetzt sehen wir uns gleich in Amsterdam. Ich nehme euch mit auf den Weg. So heiß wie Frittenfett war ich noch nie. Süßkartoffelfrittenfett. Ich sag's euch, das war die nervigste Autofahrt, die ich je hatte, glaube ich. Irgendwas stimmt nicht, Mann. Aber wir sind 5 Minuten entfernt, jetzt von dem Burger. Ich glaube, ich werde alles zu Fuß machen, weil ich glaube, hier in Niederlande ist das schwer, mit einem Auto überall hinzukommen. Ich mach danach auch noch eine Fressflash-Tour im anderen Video, aber erstmal gibt es die Burger jetzt. Und jetzt gucken wir, dass wir das gut finden. Ich hoffe, das wird kein Problem sein. Ich bin alter Amsterdam-Experte, muss ich euch dazu sagen. Ist nicht das erste Mal Amsterdam. Vielleicht sind ein paar Gehirnzellen verschwunden, aber ich würde 1 Milliarde Euro drauf wetten, dass ich hier schon mal war. Ups. Habt ihr gedacht, ne? Das ist ein Smoke Boat. Ist es das, was ich denke? Da wird Haschisch verkauft und du ballerst dir einen rein auf dem Boot? Das ist die beste Erfindung, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte 21. Jahrhundert. Was gibt es alles für Sachen? Und ich bin nicht mehr im Game mit drin, Mann. 3189, Bewertung 4,5 Sterne, das ist schon ein Knaller. Der Weg zur Burger Bar wird eingeleitet. Auf Amstel nach Nordwesten. 7 Minuten. Hey, Bruder, how are you? Good, how are you? You make videos too? That video, I'm doing like... TikTok. No, no, yes, kind of. Yes? Okay, have fun. You too. Bye-bye. Geiler Typ. Ernst August der 8. hieß das. Ist das überhaupt hier richtig sauber? Scheiße, ich hab einen Kratzer am Display. In der Linse. Ganz ehrlich, ne? Wer mich noch aus meiner Geschichte kennt, weiß ja, ich habe ja früher auch gerne mal einen mir reingedröbelt, aber schon ewig nicht. Das weckt so krasse Erinnerungen hier, diese Läden auch, wo die gar kein Gras verkaufen, sondern nur diesen Esoterik-Kram und so, dieser Geruch daraus. Ihr kennt das auch, wenn Gerüche und sowas und dieses Feeling, das weckt so krasse Emotionen bei mir, das ist voll heftig. Wir haben etliche Kilometer hinter uns gelassen. Wir haben keine Mühe und keine Schwierigkeiten gescheut, um an diesen Ort zu gelangen. Um jetzt einen guten Burger zu essen. Ein Burger mit Herz, einen ehrlichen Burger, ein Burger mit Seele. Und wenn das nicht der Fall ist, so wahr mir Gott helfe, dann ist dieser Tag verflucht. Wir starten jetzt durch. Also erstmal die Fakten zum Burger. 2x Käse. Ich hab's nach ihrer Empfehlung. Wie sie sagt, so muss es am besten sein. Old Amsterdam Käse und Cheddar Käse. Bacon, Halal. Auch das Angus Beef ist Halal. Der hat mir den Sesambun empfohlen. So, dann werde ich den auch nehmen. So sieht das gute Stück aus. Ungewohnt mit dem Sesambun. Kommt einem auch von außen, sag ich mal, recht knusprig vor. Nicht so fluffig halt natürlich wie ein Brioche-Bun. Leicht skeptisch bin ich. Jetzt werde ich probieren. Der Burger erstmal in der Reihenfolge. Du beißt aufs Brot, du schmeckst das Brot. Einer wirklich an so ein gutes Bäckerstück. Ein bisschen brötchenartig, tatsächlich auch vom Knusperfeeling. Dann habt ihr, und das finde ich special an dem Burger, ihr habt so einen durchdringenden Fleischgeschmack. Ihr riecht das auch zugleich. Das kommt in die Nase, ihr kriegt den Geschmack, habt so eine liebliche Salznote. Der Käse natürlich, diese 2-Käse-Mix, ist wilde Kombi. Wir haben gerade eine
der Story gesehen. Top 8 von der. Top 8, ja. War schon gestern. Geil, ne? Oh, da kommt dir gleich dieser Geruch von dem Widos Maximus. Kommt dir gleich in die Nase. Muss rausgehen wegen der Musik, muss ganz gewaltig über die Bewertung nachdenken. Die anderen Burger, es gibt ja verschiedene Rankings im Internet und die wechseln sich abwechselnd. In den Rankings habe ich vorhin vielleicht nicht richtig erklärt, zwischen 8 und 10 ab. Mal ist der nächste, den wir testen, die 8, mal ist dieser die 8. Und jetzt werde ich in mich gehen. Wir gehen zum nächsten Burger und die Bewertung von dem guten Stück, die kriegt ihr ganz am Schluss. Beef Chief, bin sehr gespannt, Mann. Der hat schon einiges. Jetzt wirklich die Messlatte ziemlich weit hochgesetzt. Das riecht hier so nach Gras über, Mann. Das ist krass. Komm mir schon passiv breit wieder vor. Scheiße, Mann. Der hat geschlossen, Alter. So eine Scheiße, Alter. Wo soll ich damit rechnen? Dienstag wird was geschlossen, Mann. Oh, nee, ne? Was machen wir jetzt, Alter? Och, Mann, Alter. Da muss was anderes her. Ich hole jetzt die beste Google-Bewertung raus. Der beste Burger, den Amsterdam jetzt herbringt, laut Google, den werde ich jetzt testen. Das Schicksal will es so. Glaub mir, ich glaube, da finden wir jetzt noch einen besseren Burger. Okay, sehr interessant. Ich bin auf eine sehr interessante Pferde gestoßen. Bessere Bewertung noch als der andere Burger. Da ist einzig ernst zu nehmen, weil es wirklich viele Bewertungen hat. Mit 2239 Bewertungen 4,6 Punkte. Trendy Restaurant Creative Burgers. 550 Meter, das ist ein Zeichen. Jetzt mal ehrlich, guckt euch diese charmante Gasse an. Wenn ich mir vorstelle, oh nein. Damals Feierzeit und so, wisst ihr, oh, hier schön treffen mit Leuten. Wenn es hier dunkel wird, werden die Bäume pink angeleuchtet. Wild, wir müssen Richtung Süden. Muss er sein. Bessere Bewertung als der andere. Bei Google zumindest, ne? Mal einen Blick reingeworfen, hausgemachte Burgersoße, Black Angus Beef. Wir gucken noch mal rauf einmal, bevor ich jetzt Mist erzähle. Japanese Wagyu Beef, Black Angus Patty, englischer Cheddar, Bacon tatsächlich, kleine Gurken, Tasty Tom Tomaten, die scheinen ja bekannt zu sein, und hausgemachte Burgersoße. Fahren wie bekloppt hier. Das ist richtig krank, wer schon mal hier war, kennt das. Oder ich gehe einfach wie ein beschissener Idiot. Burger Bun aufgeklappt, sah aus wie schön, mit Butter beschmiert, schön angeröstet, sieht gut aus. 22 Euro allerdings, maximal heftig. Ich habe beim anderen Burgerladen gar nicht mehr geguckt, was der kostet, aber das hier ist krank. 22 Euro, alter Schwede. Soll ich mich wie ein Knecht jetzt hier hinsetzen, oder? Very, very happy. Die machen sich gerade über mich lustig. So, Leute, das gefällt mir ja alles nicht mehr. Ah, da vorne ist besser. Sehr kernig, gefühlt als wäre es Vollkorn. Erstes Feeling leicht trocken, das Bun. Also gefühlt, ich weiß nicht, wie sie es machen. Obwohl er Schwachstellen hat, wie wohlgemerkt im Bun, was leicht trocken ist. Trotzdem stärker als jetzt sowas wie zum Beispiel der gehypteste Burger in Hamburg. Habe ich auf dem Live-Kanal gecheckt, könnt ihr gerne abonnieren. Volle Live, würde mich richtig freuen, wenn ihr da mal rumguckt, ein Abo da lasst. Immer Live-Videos am Start, auch wie ich Essen teste live. Aber ist zum Beispiel stärker als der gehypteste Burger Hamburgs, der eine Zeit lang wirklich sehr stark war. Und der hier, trotz Schwachstellen, für mich besser. Richtig dickes Patty, richtig dick. Das kann man vielleicht hier gar nicht erkennen, richtig. Ich habe gerade live auch so viele Burger in Hamburg in der Zeit getestet, weil das langte nicht für ein YouTube-Video. Einfach so random welche getestet, die empfohlen wurden. Das ist auch von denen trotzdem noch der beste Burger. Also die machen das hier gut in Amsterdam, Mann. Die machen das echt gut. Ich tropfe nicht hier voll, Mann, ich Esel. Hier noch die Gurken drin. Das ist interessant. Seht ihr das? Also wir gehen zur Bewertung zum anderen Burger und dann kommen wir direkt wieder hierher. Zur Bewertung von der Burger Bar. Leute, ganz schweres Ding mal wieder. Geiler Bacon, einfach alles halal, ganzer Burger halal. Schöne Käsenote, durchdringender Fleischgeschmack, dieser Geruch, der einen in die Nase steigt. Käse, wirklich auch geiler Käse, nicht so ein Billigkram. Gutes Zeug. Einzige Schwachstelle mache ich beim Bun aus. Zwar knackig lecker, aber da noch ein bisschen mehr Charakter rein. Aber nichtsdestotrotz, einer der krankesten Burger, die ich bisher gegessen habe. Ich sag mal überhaupt nicht special, aber ausgewogen. Wie kann man das ausdrücken? Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Da nehme ich mir Zeit.
Einfach stabil auf jeder Ebene. Klar, okay, Schwäche im Bann, aber stabil, der kommt nicht ins Schwanken. Einfach jeder Punkt für sich stark, steht wie ein Baum, lässt sich nicht umkippen. Besser kann ich es nicht ausdrücken. 8,6 Punkte. Ich habe das verglichen mit den besten Burger Europas, denn Dänemark, der war ein Hauch vorne. Der war einfach ein Hauch vorne. Und nochmal zu dem Burger, der ist stabil, der hat Aussagekraft. Der für sich ist einzigartig. Wie diese Fleischnote, wie sie mir in die Nase gestochen ist, werde ich mich ewig dran erinnern. Deshalb gerechtfertigt 8,6, aber leider knapp unter dem besten Europas. So, und jetzt geht's zur nächsten Bewertung. Habe das aktuelle Ranking da. Ich bitte dich, Cutter, den Steffen Hensler raus. Den können wir rauskicken. Der hat inzwischen Tiefkühlpatties. Qualität runter, raus, kann ich euch sagen. Schwere Sache. Schwere Sache. Ist für mich ein 8,2. Starker Burger. Starker Burger. Mehr schafft's, aber weiter oben geht nicht. Also eine 8,2. Damit sind wir gut beraten. Trotzdem noch rundes Video, wie ich finde. Hoffe, euch hat's gefallen. Denkt an meinen Daumen oben, Leute. Wir müssen weiter vorankommen an das Kommentar und auch an das Abo. So viele haben mich von euch noch nicht abonniert und ihr müsst es jetzt tun. Genau jetzt müsst ihr. Ich verlange es von euch. Und dann, ja, hoffe ich, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal.